Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh. Below Zero. Da ist eine Höhle, da will ich rein. Was für ein Mistwetter, ein elendiges. So, was haben wir im Inventar? Soweit so klar, alles wunderbar benutzen. Ja, wir brauchen kein Wasser im Moment. Ich würde das hier trinken. Ah, oh, der Schneefell. Also, der Schneefuchs hier in der Höhle. Werden wir jetzt noch kurz entdecken, was es zu entdecken gibt? Den Parvan. Und... Strange place for a security bunker. Naja. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, werden wir schon sehen, warum. So. Hey, Moment. Moment. Wenn man bedenkt. Hier? Nö, hier doch, hier. Kabelsatz. Ich bräuchte eine Fabrikatorstation. Dann könnte man einen Kabelsatz bauen. Dann könnte man den Schneefuchs aufladen. Ach komm, wir lassen das Silber da. Komm, lass das Silber da. Komm, lass das Silber da. Super. My dearest Adeline et Rosita. Ugh, not dearest. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here, and... Ugh, no. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use? Oh. So, das werden wir gleich mal scannen. So, wunderbar, Barwans Bett. Yeah. So. Was haben wir da? Will ich haben? Ja, da haben wir natürlich jetzt. Mhm. Oh, nochmal Büschel. Brauchen wir jetzt nicht der Kühlschrank. Ist wie irgendwie seltsam in der Gegend hier den Kühlschrank. Der hat coole Bilder an der Wand. So, ja, Sicherheitsbereich. Fertig. Da liegt zu viel Silber am Boden. Wir legen Titan. Wir legen Fasergewebe und Titan dazu. Das könnte man dann essen. So, weiter geht's. Ein großartiger Anblick, wie ich finde. Okay, Silber und Kupfer, ja. Überall hier so viele Ressourcen. Der Stapler. What happened here? Naja, eingestürzt. So, wir schalten das alles mal ab. Dann stören uns die Dinger hier nicht. Dun, dun, dun. Oh, den Stapel erschlagen. Da hinten ist eine. Oh, die will ich aber noch haben. So, Inventar voll. So, das Kupfer lassen wir bei uns. Da könnte man natürlich jetzt ein Foto machen. Aber das machen wir von da unten. Oh yeah. Super, oder? Finde ich gut. So, wir laufen da nochmal rauf. PDA, PDA. Heißkette einsammeln. This was Sam's necklace. She never took it off. Tja.
My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera's survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? Yeah, yeah. I can't believe Sam died surrounded by destruction. I know my sister. She would never destroy a base. Well, baselessly. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. She must have been upset, or rushed, or both. I can't believe for a minute she caused that cave to collapse by negligence, as they called it. That's not Sam. She had a plan. It just went wrong. Tja. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead. Cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now. What's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. Yeah. So, von hier aber vielleicht ein schöneres Bild, oder? Ist das von hier schön? Wir machen eins. So. Ah, schön. Dann runter mit uns. Da ist Sam gestorben. Oh. Oh. Ah, ein Felsen. Ja, das Glas brauchen wir jetzt eh nicht. Diese Geräte hätte ich gerne mitgenommen. Nein, Fragmente Speerpinguins, das lassen wir stehen. Erweiterter Kabel. Ein erweiterter. Na, für den erweiterten lassen wir das gleich da. Nehmen wir das mit. Erweiterter Kabelsatz. Das ist cool. Wow. Kann ich das haben? Salzsäure. Hätte ich auch gern. Diese Tablette hier lassen. Ja. Wow. So ein Generator und hier der Crabs zum Freilegen. Hast du Module? Kann ich dich nutzen?
Was ich auch gruselig finde, die Geräusche hier dann. Ein Kupferdraht. Der wäre aber auch super. Also Kupferdraht haben oder nicht. Ein Riesenvieh. Scharfe Zähne. Hm? Der Schädel. Eingefrorener Leviathan. Wir fanden dieses Ding eingeschlossen im Gletscher. Hat ein paar Leuten riesigen Schrecken eingejagt. Hat sich herausgestellt, dass es vor ungefähr 1000 Jahren hier herumlief und im Eis einbrach. Es war mit dem Kahara-Erreger infiziert, der aggressiven Krankheit, die Erbauer und fast alles Leben auf dem Planeten auslöschte. Es ist unklar, ob die gefundenen mutierten Kara-Pusteln für den endgültigen Tod der Kreatur verantwortlich sind. Seit das Enzymheilmittel auf 4546b freigesetzt wurde, ist der Erreger so gut wie ausgerottet. Seltene Exemplare wie dieses sind unsere einzigen lebenden Quellen. Die Untersuchung des Bakteriums wurde in das sichere Omega-Labor verlagert, während weitere Untersuchungen am Tier selbst an der Ausgrabungsstätte durchgeführt werden. Ja. Bereit. Was für ein Riesenschädel. Kara, infizierte Pusteln, Umweltbedingungen und geringfügige Mutationen lassen darauf schließen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dieser Variante des Kara-Erregers etwas niedriger ist als bei dem großflächigen Ausbruch, der zuvor auf 4546b gemeldet wurde. Die Fähigkeit des Erregers, so lange in der Leiche des Leviathans zu überleben, deutet auf stark ausgeprägte saporytische Fähigkeiten hin. Scans lassen vermuten, dass die Pusteln lediglich das sichtbare Teil eines dichten Bakteriennetzwerks sind, das sich von den toten Zellen des Leviathans ernährt. Trotz des Risikos werden weitere Untersuchungen empfohlen. Naja, man muss ja nicht alles empfehlen. Oh, wie schön. Wir können drum herumlaufen. Super, ich will nicht auf die Pustel. So. Na. Super. Und runter. So. Gegenmittel hinzufügen. Ja. Und der Welt ist leer. Super. Your work here is finished, Sam. I hope. Moment, zuerst das hier. This was no place for Sam to die. She didn't even get a funeral. But at least I found out what happened to her. I learned a little more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I had told her that more. And I finished what she started. I hope she'd be happy about that. It brings you peace. Tja. Immer sozusagen das Erbe unserer Schwester erledigt hier. Ach ja. So. Ein Riesenvieh.
So, und die, die nachkommen, werden hier keine neue Mutationsforschung mehr betreiben können. Da schön ist. Der erschlagene Stapler. Ach ja, dann würde ich mal sagen, haben wir das auch erledigt. Paran. Tja. Auch bei der Explosion gestorben. Oh, wie schön das Wetter hier ist. So, dann packen wir den Schneefuchs mal hierher. Und ich bin gespannt, ob wir den Rückweg finden. Das war ja eher Zufall, dass wir hierher gekommen sind. Pass auf, aber wir sind Richtung Norden. Richtung Norden gefahren. Das heißt, wir müssten eigentlich Richtung Süden fahren, um wieder zurückzukommen. So, Süden. Das müsste diese Richtung sein. Oh. Komme ich da rauf? Weil ich glaube, wir müssen auf die Rampe rauf. Nicht über die Höhle. So, sehr gut. Im Moment habe ich ja noch keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Dieser Weg oder dieser Weg? Moment. Moment. Wir haben ja den hier. Ja, die Karte ist halt etwas, naja. Einfach im Süden durch, Rampe? Ich. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Zumindest sind Lämpchen hier. Na? Da ist noch eine. Oh, es tut mir so leid. Oh, da gehen wir runter. Da ist Wasser. Na, ich bin gespannt. So, wir machen mal diesen hier. Karte zu, das hier zu. Da ist sehr viel offen. Hey, so. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu essen mit. Ich hätte gerne Anleger, Station Data. Ja, 1200. Ach so, nicht Data. Anleger zu Vieh. Hier. Robotikvieh. Da geht es tief runter. Okay, wir werden nochmal Luft holen hier. Super. Da ist noch ein Anleger. Oh, den gibt es auf der Karte. Schauen wir mal auf die Karte. Moment. Der Anleger. Karte, hier. Gletscherbecken. Ist das hier? Oh, ist er umgefallen? Okay, er steht aber wieder auf. So, Anleger hier. Das lassen wir da drin, wenn wir sowieso wenig Platz hier haben. So, dann müssten wir hier rüber irgendwie, da muss eine Rampe nach oben sein. So, dann müssten wir da rechts rauf, oder? Haben wir nach oben? Das ist doch keine Rampe. Das ist doch keine Rampe. Das ist keine Rampe. Die Pinguinhöhle hier.
Nein, diesmal nicht. Vielleicht müssen wir doch durch. Ich will doch nicht durch. Nein, 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 nein. Nein! Ah, nein! Ah, ja, geh weg hier! Ach, schon wieder. Schneebürscher-Killer hier. Ach, das tut mir leid. Ach, das tut mir leid. Und wir wären hier so schön rausgekommen. Ach, ist echt traurig. Ja, sorry. Vorwurfsvoll blickt er uns da an. Dangerous weather approaching. Ja, wir gehen seek da mal shelter. Ein. Oh. So, wir essen mal was. Haben uns erkämpft. Oh, die Kleinen, süß. Ihr seid schon groß genug, ihr könnt euch selber. Ja, ihr könnt euch selber. Ach ja. Mhm. Jetzt haben wir uns selber hier irgendwie den Weg hinaus. Ach. Wir hätten hier gar nicht her müssen. Oh, verdammt. Da ist die Pinguinhöhle. Nein! Da ist er. Nein, ich will ihn einpacken, bitte. Danke. So, dann machen wir mal diesen hier. Irgendwo wird ja irgendwas hinführen. Oder wieder eine Sackgasse sein. So, nehmen wir hier. Okay. Ach so, Hydrothermalquelle. Ich denke mir schon, was gibt es hier Interessantes, aber leider. So, hier. Da ist doch ein Weg. Ist das gut, wenn wir den Weg nach Nordwesten gehen? Ich glaube nicht, Tim. Da steht ein Bläschen auf, oder? Nö. Keine Ahnung. Eine Höhle? Nö, nee, das ist keine Höhle. Einfach mal fahren. Einfach mal fahren. Darüber? Da rein? Ist da vorne wirklich schon der Landeplatz? Oh, was für ein Glück! Okay. Robotik Center Vieh. Oh. So. Meine Lieben. Dann freue ich mich total. Wir haben es geschafft. Wir haben das Heilmittel. Ugh. Eingebaut. Sowas aber auch hier. Können wir jetzt da lang? Ja.
Das fährt sich eindeutig besser, wenn man diesen Schub benutzt. Eindeutig. So. Naja, 61 Strom noch. Dachte ich mir nicht, dass das so gut funktioniert hier. Ah, und es wird geladen. Ist das cool? Ist das cool? So. Wir gehen dabei rein in die Base, to the base, to the base. Oh, vielen lieben Dank. So, ein bisschen Platz im Inventar hätten wir. Ich würde das gerne noch mitnehmen. Yeah. So, und würde sagen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.